Privat und beruflich ein Paar und das schon seit fast 50 Jahren. Das sind Marianne und Michael Hartl. Doch derzeit ist die 69-Jährige in großer Sorge um ihren Ehemann. Nach einem Schlaganfall wird der 72-jährige Schlagersänger in einer Klinik behandelt, liegt im Koma. Marianne findet trotz der Sorge optimistische Worte. Gegenüber Bunte erklärt sie: Mein Mann hatte heute Nacht einen Schlaganfall. Ich hörte ihn stöhnen. Ich bin Gott sei Dank aufgewacht und habe sofort geahnt, was passiert ist. Dadurch war das Zeitfenster zur Hilfe kurz. Er ist in der besten Klinik Süddeutschlands. Wir schaffen das. Er wird das überstehen. Die Schlagermusiker, die seit 1973 gemeinsam auf der Bühne stehen, geben sich 1979 das Jawort und bekommen zwei Söhne.